Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Oddworld Soulstorm. Wir sind in der letzten Folge eigentlich ganz gut durchgekommen. Ein paar kleine Patzer, aber nichts Dramatisches. Bis auf einen Mudokone haben wir eigentlich auch alle gerettet. Komm rein mit euch. Ja, was soll man dazu sagen, ne? Das ist halt, das sind so diese Kleinigkeiten, die mich dann echt ärgern am Spiel. Es macht eine ganze Menge Spaß, aber gerade wenn er dann irgendwie, wenn du an der Ecke springst und er fässt sie nicht an und fällt runter oder wenn dann deine Mudokons einfach zu dumm sind und hier einen Alarm auslösen. Ich kann den nicht mal fesseln und wir müssen hier weiterkommen. Ah, super. Ja, das sind dann so ein bisschen die Kleinigkeiten, die echt ärgerlich sind. Jetzt ist halt die Frage, idealerweise müssten wir ihn eigentlich hier drauf schießen lassen. Kannst du hier runter gucken? Ja, schieß. Wir müssen ja irgendwie diese Kisten hier drüben zum Explodieren bringen. Wir haben aber halt leider einfach nichts. Jetzt wäre meine Überlegung gewesen, wir lassen ihn schießen. Ja, eine gute Überlegung. Allerdings kommt der Raketenwerfer oder die Rakete etwas zu schnell an. Wie lösen wir das am besten? So, kriegen wir es jetzt hin ohne Alarm? Ah, ich bin so stolz auf euch. So, was machen wir am dümmsten? Wir müssen das irgendwie kaputt kriegen. Aber es kann doch nicht die Lösung sein, dass wir den Typen dafür, weil ganz ehrlich, ihr habt gesehen, wie schnell die Rakete ist und ich muss ja Minimum hier stehen. Und wenn der dann schießt, hier rüber rennen, ohne dass mich da... nee, das wird nichts. Irgendwie geht es ja anscheinend auch noch runter. Weiß aber nicht, wo ich da hätte runtergekonnt. Aber aufgrund dessen, dass hier nun ein Endlichkeitssymbol ist, heißt das ja eigentlich wiederum, dass wir es benötigen. Können wir damit irgendwie Exploding machen? Nee, ne? Gute Frage. Also wir holen ihn nochmal. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich das anstellen soll. Wir könnten uns einen Nebelschleier werfen. Den erstmal grob dorthin, dass wir uns hier verstecken können. Dann machen wir diesen. Nee. Keine Chance. Ach Mist, ich wollte gar nicht direkt durchrennen. Ich hätte noch eine Lösung. Die ist leider nicht ganz so Mudokon-freundlich, aber ich glaube, die werden wir jetzt nehmen. Lassen die warten. Nee, das wollte ich... Ach, ich bin doch doof. Ich kann doch chanten. Entschuldigung. Manchmal denkt man einfach nicht dran. Bam. Kaboom. Hä? Jetzt aber. Sehr schön. Und du, mein Guter, machst jetzt Suicide. Oh, Mama. Cool, da haben wir es gelöst. Aber, doch, es geht wieder. Ich dachte schon, nein, der kam ja natürlich wieder zurück. Verdammt. Dann machen wir es anders. Obwohl, kann ich wieder aufhören, den zu steuern? Kann ich den jetzt hier unten hinstellen? Und sagen, ich will nicht mehr? Nee, ne? Kann den nur sterben lassen und da kommt direkt der nächste nach, ne? Obwohl, sieht's gerade gut aus. Schnell hoch mit euch. Ja, die andere Lösung wäre von mir gerade gewesen, da geht schnell hoch, einen von unseren Mudokons einfach da vorne warten zu lassen und dann ihn rauszuholen, dass er auf ihn schießt. Wäre wahrscheinlich auch gegangen. Aber das war jetzt natürlich die etwas freundlichere Lösung. So. Nein, 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 nein. Dürfen wir hier rein? Ja. Wir haben was gefunden, aber weiter geht's nicht, ne? Nö. Und wir gehen einmal hier rein und kommen wahrscheinlich da drüben wieder raus. So sieht's aus. Kürze den Weg durch den Ofen ab. Gibt's heute vielleicht gebratene Mudokons? Ich glaube einfach, ich habe zu viel Pech in dem Spiel. Oder ich bin wirklich einfach zu doof. So, ich nehme mal mit. Eigentlich waren mir die am liebsten, die waren einfach. Wir lassen dich mal warten. Ich will erstmal kurz gucken, was uns hier erwartet. Jetzt können wir mal recyceln, wir haben ja ordentlich leere Flaschen. Gab's 100, nee, 186 Mulas haben wir jetzt insgesamt.
Wir haben genug verprasst. So, wir können... Können wir den eigentlich auch mit Bonbons bewerfen? Nee, bringt nichts. Wir brauchen Nebelschleier. Und wir können gleich mal gucken, dass wir noch welche herstellen. Ja, jetzt müssen wir mal überlegen. Wir müssen am besten erstmal wieder hier zurück. Weil wir müssen ihm ja Hallo sagen. Dann bräuchten wir einmal... Am besten dort so ein Nebelschleier. Ich hoffe, der reicht jetzt von der... Ja, komm mit, komm mit, komm mit. Wird gleich aufhören, der Schleier. So, damit haben wir's. So weit rüber kommt er ja nicht. Nö. Und runter mit dir, komm. Hat er gerade gepupst? Das vermisse ich eigentlich die ganze Zeit schon. Ich glaube, es war kein Pups. Das hat er nämlich früher, konnte man das immer machen. Und das fand ich sehr, sehr witzig. So. Ja, was macht man am dümmsten? Wir lassen den nochmal kurz hier warten. Wir springen einmal hier rüber. Ein Glück hat das geklappt. Dann kommst du... Ah! Nein! Jetzt sind wir wieder oben beim Checkpoint, ne? Ach, verdammt. Es tut mir leid. Schaffst du das hier rüber? Was soll man dazu sagen? Dann ist es halt ein Mudokun weniger. Ich fange jetzt definitiv demnächst nicht mehr an, jedes Mal mich wieder sterben zu lassen, um dann einen Mudokun zu retten. Wenn die halt so doof sind und sterben wollen, dann ist es anscheinend auch denen ihr Schicksal. Huch, das wollte ich gar nicht. Wieder das Geräusch. Ich glaube doch, dass der gefurzt hat. So, wir müssen nochmal hier rüber. Ach komm, ich habe genau dasselbe gedrückt wie vorhin. Es tut mir leid, wirklich. Ich möchte das hier nicht in die Länge ziehen. Nee, wir lassen ihn jetzt erstmal hier warten. Beziehungsweise er kann mitkommen, aber wir gehen erstmal hier runter. Jetzt warten. Es tut mir wirklich leid. Ich mache das nicht mit Absicht. Und ja, manchmal stelle ich mich auch sehr, sehr dumm an. Aber manchmal ist es halt einfach so. Es tut mir leid. So, dann springen wir wieder rüber zu ihm. Bitte ohne runterfallen, danke. So, wir brauchen, haben wir Nebelschleier ausgewählt? Natürlich nicht. Müssen auch wieder welche herstellen. Zum dritten Mal mittlerweile. So, dann machen wir das. Wir machen gleich hier noch einen hin. Wir gehen jetzt komplett auf Nummer sicher. So, und jetzt rennen. Aufmachen. Wieso ist denn der jetzt da unten runtergerannt? Es ist wirklich, es ist ein Krampf. Warum der da unten jetzt runtergerannt ist, keine Ahnung. Ob wir den aus Versehen mit ausgelöst haben, als wir da oben gesagt haben, mitkommen, eventuell. Und der andere ist jetzt halt auch tot. Ich kann es nicht ändern. In erster Linie geht es erstmal darum, dass wir überleben. So viel Nächstenliebe kann man nicht verlangen. So, müssen wir mal gucken, wie weit kommt denn der rüber? Oh, er schießt schon wieder. Ich sehe gar nicht von wo. Also der kommt auf jeden Fall auch hier lang. Macht dann aber dort Stopp. Okay. Das heißt, wir können hier hin. Gute Kunden ducken. Und rüber hier. Dich mitnehmen. Ich da oben auch. Kommst du runter? Wäre sehr nett von dir. Danke. Können halt anscheinend nicht rollen, ne? Bitte ducken. Danke. Wir könnten das hier natürlich auch mit Nebelschleier machen, aber müssen wir ein bisschen ressourcenschonender spielen. So, jetzt werden wir direkt wieder beschossen. Ach, da hinten ist er. Jetzt sehe ich den erst. Lädt er gerade nach oder was macht er? Oder spielt er sich etwa an seinem Ding? So, jetzt schnell hier rüber. Er sieht uns aber nicht mehr. Jo, was machen wir denn jetzt? Wir haben hier Minen. Ich glaube, da sollten wir nicht unbedingt reinspringen. Chanten? Machen die das auch? Können wir die kaputt chanten? Nö, ja, wir können uns das Ding nehmen. Und wenn es gut läuft, können wir die kaputt schießen. Komm mal wieder runter. Ah, keine Hunde.
Alles, aber keine Hunde, bitte. Ja, hat ihn leider ein bisschen selber mitgesprengt. Guck mal, eine Toilette, auch schön. Wo sind denn die Hunde? Da unten, da kommen wir leider nicht hin mit dem. Geh kaputt. Geh doch kaputt, jetzt haben wir's. Können wir noch irgendwas Schönes mit dem anstellen? Wir können die Kisten... Ach doch, wir kommen zu den Hunden. Hoffentlich reicht der Weg mit dem Chanten soweit. Dann machen wir es uns hier natürlich komplett einfach. Hier, ihr Spinner. Bam. Bam. Der ist schon tot? Ne, der hat noch geschlafen. Auch fies. Beim Schlafen. Einfach mal fies ins Gesicht geschossen. So, ihr kommt runter. Wir haben einen Gelee Royal auf Toilette. Ist das nicht schön? Dann das. Dann hier. Waren das die ganze Zeit schon zwei oder hatten wir nicht mal drei? Weiß nicht, ob wir... Aber ne, haben wir schon wieder einen verloren? Ich weiß es nicht. Und auch wieder welche gerettet. Sehr gut. Dann können wir mal gucken. Wir kommen jetzt hier wieder hoch. Geht die neben uns oder unter uns auf? Die neben uns hätte man eventuell auch am Kabel erkannt. Aber ihr wisst ja, ich laufe mit Scheuklappen durchs Leben und auch durchs Spiel. Hm. Also erstmal hier lang. Shit, shit. Ah, geh doch runter. Gott, der flippt ja gleich richtig aus. Aber wir kommen mit dem leider nicht hier nach unten. Das heißt, er darf einmal explodieren. Er hat es geschafft. Wir müssen selber einmal diesen machen. Aber schön, dass wir wieder chanten können. So, du springst jetzt mal nicht unbedingt in die Mine, aber hier drüben drauf. Uah. Ich dachte, wir schaffen es rechts auf das Plateau. Aber war nicht der Fall. Ich wollte eigentlich so ein Steinbonbon. Nee, wir treffen es nicht. Gut, also ist nicht dafür gedacht, dass wir es kaputt machen, außer mit den Slicks. Und nächste Tür auf. Aber es geht doch eigentlich ganz gut voran. Wir sind voll? Ja. Dann sind wir wieder hier, also dürfen wir eine Etage runter. Ofen und Wartung. Mag das nicht, wenn die Kameraperspektive so nah ist. Dann sieht man immer nicht, was einen erwartet. Also ich muss erstmal mit ihm sprechen. Okay, also im Wartungsraum brauchen wir Sprengstoff. Wir lassen den jetzt erstmal dort, weil wir müssen ja eh wieder hierher. 28 Angestellte, 4 verloren, 13 geflüchtet, 56 Security. Aber es sieht cool aus hier unten, muss ich sagen. Klappt das mit Nebelschleier? Ich hoffe doch sehr. Nö. Dann anscheinend hier hoch. Nein, ich wollte cool sein. Bin's aber einfach nicht. Doch jetzt. Was haben wir hier für eine schöne Info? Fitzi Bumm. Fitzi Pau ist gerade explosiv genug, um diese klapprigen Metallgerüste ordentlich durchzuschütteln. Mit genug davon könntest du die Dinger komplett umwerfen und vielleicht einen neuen Weg freimachen? Lass mich mal gucken. Es geht um diese bodenklapprigen Dinger. Okay. Also brauchen wir Fitzi Boom, Fitzi Pow. Fitzi Pop. Irgendwie heißt es überall anders. Blastos. Zutat für die Herstellung eines Items. Das ist cool. Neues Rezept. Wir gucken doch mal direkt. Hier hinten hat es gerade geblinkt. Nee. Hier ist Fitzi Boom. Was hatten wir gerade? Blastos hatten wir doch, ne? Wo steht denn hier Blastos? Fitzi Pow. Ach, hier. Für Fitzi Bumm ist doch was anderes. Ich nehme alles zurück. Stellen wir mal her. Ja, wir machen mal 4 Stück erstmal. Haben wir verstanden. Vielen Dank. Noch ein paar Bonbons.
Was gab's denn jetzt für Bonbons? Waren das normale oder waren das Stein? Flummi-Dinger oder Stein? So wie es aussieht, Flummi, ne? Wir da nur 8 Stück von haben. 8 von 10, also dürften ja eigentlich nicht voll sein. Aber wir sind voll. Wenn ich jetzt davon einwerfe, darf ich wieder einen einstecken. Ist irgendwie komisch. Die Steinbonbons blumen auch rum. Komm mal rüber. Wir könnten auch chanten, glaube ich. Aber mit dem um die Ecke schießen finde ich irgendwie witziger. So, wir können nur stehlen. Das ist äußerst schlecht, weil jetzt lebt er gleich wieder. So kann ich nur rollern, ne? Auch witzig. Dem das wehtut. Jetzt haben wir uns eine kleine Zwickmühle geschaffen. Entweder schaffen wir es hier ganz schnell zu sein. Yep. Oh, und er ist gleich runtergefallen. Na, ideal. Ich würde jetzt mal noch ganz schnell oben das Steinbonbon mitnehmen. Und dann gucken wir mal, was Fitziboom so Schönes machen kann. Wow. Macht auf jeden Fall ein ordentliches Kavums. Komm doch rüber. So, nee, chanten können wir jetzt nicht mehr. Aber wir müssen wieder... Scheiße. Damit habe ich nicht gerechnet. Nein, runter mit... Ich habe nicht dran gedacht, dass der wieder aufsteht. Das war diesmal wirklich voll und ganz meine Schuld. Schade, dass die nicht alle Klebeband einstecken haben. Weiß nicht, aber Klebeband konnten wir ja nicht herstellen, ne? Glaube nicht. Flummi-Bonbon, das ist alles... Nee, kriegen wir nicht hin. Nehmen wir uns hier nochmal den Spaß mit. In dem Automaten waren wir ja jetzt schon. Können trotzdem nochmal kurz was herstellen. Wir haben es ja gerade verbraucht. Ich würde dem jetzt trotzdem mal so einen Fizzy-Pop an den Kopf hauen. Oder wir... Nee, wir können hier auch noch nicht chanten. Das Ding unten guckt schon. Mein Ding unten guckt schon. Wird der Titel der Folge. Ja, irgendwie ist das doof mit dem. Nee, ich möchte den weghaben. Mist, wir hatten vor uns echt Glück, dass der da runtergefallen ist. Jetzt kommt er nämlich schon direkt wieder. Nein! Ja, zum Glück haben wir das überlebt. Jetzt ist er aber zumindest dort unten. Das ist mir schon mal lieber. Bam. Und bam. Und eigentlich können wir doch jetzt hier unten auch aufmachen. Mit Fitziboom. Dann fällt er zumindest schon mal ganz runter. Wir können die alle nicht ausschalten, ne? Auch nicht hiermit. Eigentlich ist das auch ein bisschen zu schade dafür. Falsche Taste, entschuldigt. Immer noch falsche Taste. Jetzt haben wir es. Nebelschleier. Wir brauchen hier unten mal einen Schleier. Irgendwie sehe ich keinen Nebel. Jetzt sehe ich ihn. Nicht so weit gucken. Danke. Gut, wir sind schon mal hierher gekommen. Hier können wir, glaube ich, wieder chanten. Das ist stark. Mich würde auch mal interessieren, ob wir das Ding abballern können. Mal gucken, ob der weit genug vorkommt. Nee, kommt er nicht. Na gut. Dann halt so. Sollen wir jetzt hier einfach so runterspringen? Ist das der Plan? Ich chant nochmal ganz kurz, nur um nachzuschauen, was uns hier erwartet. Okay. Zumindest erstmal kein Gegner in direkter Sichtweite. Boah, er hat's überlebt, sagen wir es mal so. Ein paar gestauchte Knöchel. Aber ansonsten kein Problem. So, wir sind immer noch auf der Suche nach Sprengstoff. Haben hier einen weiteren Checkpoint. Das scheint ja wohl der Ofen zu sein. Und weil wir hier gerade so schön einen Checkpoint haben, machen wir an der Stelle erstmal Schluss mit der Folge. Es ging schon wieder verdammt schnell rum. Aber ich muss sagen, das Gebiet hier gefällt mir um einiges besser als das davor. Es ist mal wieder etwas spaßiger. Danke fürs Zuschauen. Morgen 12 Uhr geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut.